Der obligatorische Wochenrückblick aus der Praxis Müller-Camü. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wie Sie vielleicht im Hintergrund sehen können, es ist nicht die Praxis. Es wird heute Abend mal von zu Hause aus ein Wochenrückblick gestartet, denn der Praxistag war heute recht lang und ich bin jetzt erst nach Hause gekommen. Ja, die Woche, was gab es Neues? Es gab, muss ich wirklich sagen, was richtig Schönes. Eine Patientin, die im Sommer, in den Sommerferien oder kurz vor den Sommerferien bei uns erstmalig da war, wurde dann nach der Diagnostik medikamentös eingestellt und ich sagte ihr, es könnte Probleme geben und sie sollte einfach nur wirklich das Vertrauen haben, es würde wirklich sich irgendwann mal dann einspielen mit ihrem Beschwerdebild. Und die Ferien kamen und die Patientin nahm brav ihre Medikamente ein und dann merkte sie wirklich, dass es ihr erstmalig ja, schlechter ging. Die Symptome verstärkten sich und sie war dann hin und her am Überlegen, ob sie nicht abbrechen soll oder nicht. Aber nein, sie hat es durchgehalten und es war sehr, sehr schön und ihr Mann hat sie da auch ganz toll dabei unterstützt und ihr da so ein bisschen Mut gegeben, hat gesagt, Menschenskinder, es hieß doch, es dauert einfach ein bisschen. Und eines Tages, so schön wie es jetzt klingt, hat es dann Klick gemacht und sie hat wirklich dann ja diesen Umbruch gemerkt, als der Zustand sich dann immer wieder oder immer mehr verbesserte, verbesserte, das Allgemeinbefinden immer besser wurde. Und ja, sie hat durchgehalten und ist diese Woche bei uns gewesen. Und es war wirklich ja, schön zu sehen und sie war überglücklich. Und manchmal ist es einfach so, dass man wirklich durchhalten muss und solche Therapien, wenn man Umstellungen macht, automolekular arbeitet, es dauert einfach. Und sie hat den Mut nicht verloren und ist dafür belohnt worden, dass sie jetzt wirklich in einem doch sehr guten Allgemeinzustand ist. Zwei sehr starke Medikamente von ihrem Hausarzt konnten und die Hälfte reduziert werden. Das ist echt toll, weil einfach der Allgemeinzustand so gut geworden ist. Und das ist wirklich schön dann zu hören. Da war sie ganz, ganz stolz. Sie sagte, obwohl sie wirklich fast schon den Mut verloren hatte, hat sie es durchgezogen und wurde halt mit einer Genesung belohnt. 1985 hat man im Durchschnitt umgerechnet auf den Euro jetzt brutto war das Durchschnittsgehalt etwa bei 1440 Euro. Das war 1985, was im Durchschnitt laut Statistischen Bundesamt verdient wurde brutto. Heute, beziehungsweise der Stand 2022, Entschuldigung, ist es so, dass das Durchschnittseinkommen brutto bei etwa 3.400 liegt für Vollerwerbsfähige. 1985, 2023, das sind einige Jahrzehnte, die dazwischen sind. 1985 ist aber auch letztmalig die Gebührenordnung im naturheilkundlichen Bereich aktualisiert worden. Das heißt, wir arbeiten also hier teilweise, was heißt teilweise, wir arbeiten hier mit Abrechnungsmodi aus dem Jahre 1985. Warum erzähle ich es? Was mich sehr, sehr geärgert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, eine Patientin hat sich darüber echauffiert, dass ihre Privatversicherung einen Teil meiner Gebühren nicht bezahlt hat. Und wenn man jetzt denkt, vielleicht, es sind Hunderte, Tausende von Euro. Nein, Sie müssen sich vorstellen, es ging um 11 Euro. Der Gebührensatz aus dem Jahre 1985 lag für diesen Fall bei 22 Euro und ich hatte mir erdreistet, nach all den Jahrzehnten einfach mal anzupassen und habe diesen Gebührensatz auf 33 Euro erhöht. Das heißt 50% mehr. 11 Euro, ja, die von 1985 bis 2023 nicht einmal den Bruchteil dessen widerspiegelt, was man heute im Verhältnis zu 1985 brutto verdient. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Patienten sich wegen 11 Euro echauffieren, ja, und das angeben, das hat aber meine Kasse nicht bezahlt, das ist aber nicht schön, muss ich ganz ehrlich sagen, dann haben sie zwei Sachen wirklich nicht verstanden. Zum einen, dass eine Grundlage von 1985 heutzutage überhaupt nicht mehr funktionieren kann und zum zweiten, hat man schlicht und ergreifend einfach auch dann nicht den Respekt mir gegenüber,
Diese 11 Euro, die ich mit Verlaub alles andere als exorbitant hoch finde, einfach zu zahlen und diesen Respekt zu haben, meine Zeit, mein Wissen, das ist gewollt. Aber wegen 11 Euro wird echauffiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, solche Patienten, die dann wegen solchen Sachen hier eine Diskussion oder Nachfragen ergeben, obwohl es in unserer Honorarvereinbarung auch so drinne steht, dass wir einen erhöhten Satz haben. Solche Patienten brauchen bei uns in der Praxis überhaupt nicht zu kommen. Das sage ich ganz, ganz ehrlich. Wer nicht akzeptiert, dass nach ja, fast 40 Jahren um 50% ja, von 22 auf 23 ich human erhöht habe, muss man ganz, ganz ehrlich sagen, wer darüber diskutiert, der hat weder mein Wissen, der hat weder meine Zeit verdient und der soll sich dann denjenigen suchen, der für 22 arbeitet, aber nicht in meiner Praxis. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich extremst geärgert und ja, solche Patienten brauche ich nicht, solche Patienten haben mich aber auch nicht verdient. Und dementsprechend keine Warnung, aber wer über mein Honorar mit mir diskutieren möchte, der ist fehl am Platz, vor allem bei 11 Euro. Ich werde jetzt nochmal Richtung Praxis gehen, denn wir haben eine neue Telefonanlage bekommen, deswegen war es auch heute so lange. Wir haben einen neuen Computer, neue Server bekommen. Das muss alles jetzt noch so ein bisschen ja, fein moduliert werden, bis es dann Montag in den Vollbetrieb geht. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund. Ja, genießen Sie so ein bisschen die Ruhe, die vielleicht jetzt für Sie am Wochenende ansteht. Und ab Montag sehen wir uns wieder in der Praxis Müller-Camus. Bis dahin, alles Gute.